Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Part 3 der Works Landroid Videos. Heute wollen wir mal so eine kleine Garage bzw. ein Dach für die Ladestation bauen, damit er nicht immer volle Pulle im Regen steht. Unser Budget ungefähr 35 Euro plus, was wir noch über das Dach machen. Ich denke mal, so ein bisschen Dachpappe kommt noch dazu. Die haben wir jetzt noch nicht berechnet. Wir waren jetzt im Hagebaumarkt einkaufen, haben uns einen Holzbalken gekauft, 70x70. Dann zwei Einschlaghülsen, 70x70x900. Dann eine Dreischichtplatte. Hatten wir noch Reste, also da haben wir gar nicht viel bezahlt. Holzlack in Schwarz. Ich habe gefragt, wer auf dem Tisch steht. Es gibt jetzt Essen. Und noch ein paar Dachlatten, um später die Verstärkung oben im Dach zu machen. Bei der ganzen Aktion hilft mir natürlich der Tobi, unser alter Holzwurm. Und hier seht ihr jetzt nochmal eine kleine Zeichnung, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Die ganze Konstruktion ist quasi auf der rechten Seite im Boden befestigt und schwebt auf der linken Seite, damit der Roboter da rausfahren kann. Weil der Landroid S ja nicht vorwärts oder rückwärts rausfährt, sondern auch mal seitlich, der fährt immer anders raus. An Werkzeug brauchen wir einen Pinsel, eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und ich glaube, das war es erstmal. Einen Vorschlaghammer vielleicht auch noch wichtig, um die Einschlaghülsen im Boden zu bekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Werkstatt und fangen an, das Dach zu bauen. Mal gucken, wie das wird. Auf geht's! So, hier haben wir jetzt einen Einschlagbolzen. Und davon brauchen wir zwei Stück. Einen hier und einen da. Das Dach kommt dann schön von da hier rüber. So ungefähr sieht es nachher aus. Wir warten aber noch, bis wir die reinschlagen. Wir bauen jetzt als allererstes mal das Dach und dafür gehen wir wieder in die Werkstatt. Zwischenbericht. Als allererstes haben wir uns hier so ein Modell aus Pappe gezeichnet, um mal zu gucken, wie das Ganze nachher aussieht. Haben wir das mal dran gehalten. Dann haben wir das Modell auf eine Dreischichtplatte gezeichnet. Welche Stärke hat die? 18 mm. 18 mm Stärke. Dann haben wir das ausgeschnitten, wie ihr gesehen habt. Dann haben wir einen zweiten Bogen ausgeschnitten, wo nachher die Dachlatten aufliegen. Warum haben wir das gemacht? Ganz schlau vom Tobi, ganz schlau. Und zwar damit, ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll, und zwar damit die Dachlatten bündig mit der Kurve sind. Ach genau, so kann ich es am besten zeigen. Das heißt, wir können hier nachher Dachpappe oder sowas drüber machen oder halt eine Beschichtung oben drüber und es sieht alles schön eben aus, ohne dass man irgendwelche Leisten braucht oder Hubbel drin hat. Das Dach hat jetzt eine Breite von 60, das heißt, wir schneiden jetzt hier noch 60er Dachlatten, die nachher hier reinpassen. Und damit ist das Dach erstmal soweit im Grundgerüst fertig. Dann geht es nämlich raus in den Garten und wir müssen die Einschlaghülse im Boden versenken. Mit einem Vorschlaghammer. Und dann bauen wir das Dach drauf und dann geht es nochmal weiter mit dem Zwischenbericht. Tada! Hier nochmal eine kleine Detailansicht. Für heute machen wir Feierabend. Als nächstes müssen wir uns überlegen, was wir hier oben für eine Beschichtung drauf machen. Ob wir einfach nur Teerpappe machen, ob wir da irgendwas Schönes drauf machen. Dann will ich hier vorne ein kleines Blech dran haben, was ein bisschen gekantet ist als Regenrinne. Mit einem kleinen Schlauch, der hier im Inneren lang läuft und genau auf den Regensensor tropft vom Rasenmäher. Ob das alles so klappt, wie ich mir vorstelle, weiß ich noch nicht. Heute erfolgt die weitere Montage. Dafür haben wir uns im Baumarkt so schöne Biberschindeln gekauft. Teer, Dachpappe, sieht ganz schön aus.
Davon brauchen wir 6 Stück. Wir haben jetzt mal 8 geholt zur Sicherheit. 8 Stück kosten ungefähr 15 Euro. Also alles noch im Rahmen. Allerdings sind die schon relativ schwer. Also wenn man 6 Stück hat, ist nochmal ordentlich Gewicht. Das heißt, wir müssen die Grundkonstruktion gleich schon relativ massiv bauen, weil sonst knickt uns das Ganze ab, wenn wir Pech haben. Auf geht's! Ach so, montiert werden die übrigens, indem wir hier oben quasi immer schrauben. Und die nächste Lage von denen überlappt das Verschraubte wieder. Das heißt, wir sehen am Ende gar keine Schrauben, sondern haben einfach nur ein super Dach. Die Hütte steht, die Dachschindeln haben sich super verarbeiten lassen, und zwar mit einem Teppichmesser einfach anschneiden, dann kann man sich die auseinanderbrechen. Perfekt. Vielen Dank an den Tobi für die Hilfe. Die ganzen Ideen hatten wir mal gesammelt aus dem roboterforum.com. Den Link zu dem Beitrag, wo alle ihre Hütten zeigen, findet ihr auch unter diesem Video. Und das war's soweit. Mal gespannt, was wir als nächstes für den Roboter bauen. Bis dahin, ciao.